Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Und wir sind zurück beim Azov. Jawohl, wir sind hier immer noch an der Stelle, wo wir gerade eben, mit so einer letzten Folge, für mich war es gerade eben, den ersten Förderbereich fertig gemacht haben. Und wir wollen jetzt den zweiten machen. Und dafür brauchen wir Betonblöcke, 2 Stück, kleine Rohre, 4 Stück. Oh Mann. 4 kleine Rohre. Wie kriegen wir die bloß transportiert? So, und Holzplanken 4 Stück. Und ich hatte auf der Karte gesehen, wir haben hier in der Nähe noch Holzrahmen. Und zwar einmal hier vorne und hier hinten. Und ich glaube, wir versuchen mal den hier zu holen und die hier, um die zur Förderstrecke 2 zu bringen. Mal gucken, mal gucken. Ich weiß nicht, wie gut wir hier durchkommen, aber ich glaube, hier könnte man am Wasser lang, hier durchs Wasser und dann hier zu einem Holzrahmen. Ah, mal gucken, mal gucken. Wir schauen mal, wie das klappt. Aber mit dem Azov sollte alles klappen, denn der Azov ist top. Tibidi-tobidi, jawoll. Warnleuchte aktivieren. Ihr den Kanal abonnieren, jawoll. Und wir fahren los. Mit dem guten Azov 64131. Jawohl, das habe ich mir jetzt gemerkt. Für diese Folgen auf jeden Fall. Naja. So. Genau, wir versuchen nämlich hier mal. Achso, oder können wir auch hier über Land fahren? Gibt es theoretisch auch so einen Weg, ne? Ach komm, wir fahren am Wasser lang, weil da habe ich den Weg schon mal ein bisschen gesehen und ich weiß gar nicht, sind wir den damals lang gefahren, als wir hier ein bisschen gescoutet haben? Bin mir nicht ganz sicher, das ist ja auch schon wieder so lang her. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nun ja, aber was soll's. Wir sind ja bald... Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier hatten wir letztes Mal den Stein hier ausgegraben. Weil wir schön mit der Schnauze vorne uns in die Erde gebuddelt haben. Aber macht nichts. Ich glaube, der Schaden ist aber auch gar nicht mehr da, ne? Weil wir zwischendurch... Ja, genau, da waren wir schon in der Werkstatt danach. Zum Auftanken. So. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so. Genau, was mir noch eingefallen ist. Ich wollte euch letztes Mal noch ein Rezept für ein Getränk verraten. Und da haben wir nämlich über Wassermelonen geredet. Oder, sagen wir es mal so, ich habe über Wassermelonen gelabert und dann bin ich irgendwie vom Thema abgekommen. Ich weiß nicht mehr, warum. Aber holt euch eine Wassermelone. Und wenn ihr die dann esst, dann esst er ja wahrscheinlich nicht die komplette Wassermelone. Meistens ist es... Also, bei mir ist es jedenfalls so. Wir müssen noch weiter, ne? Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Stand hier nicht irgendwas? Oder da war ein Auftrag oder sowas, glaube ich, ne? Deswegen ist da dieser Platz. Genau. Bei mir ist es meistens so, ich esse dann wahrscheinlich meistens so... Also, am ersten Tag... Oder was auch immer, wenn ich mir die glatt geholt habe, weil ich da so mega Bock drauf hatte, esse ich meistens so ein Viertel oder sowas von der Wassermelone. Und danach halt ab und zu mal so eine Scheibe und so weiter. Aber meistens ist es dann so, dass ich nach der Hälfte schon eigentlich keine Lust habe. Naja, nicht keine Lust, aber es ist halt natürlich immer ein bisschen aufwendig, Wassermelone rausholen. Scheiben abschneiden und so weiter. Und man macht immer Geschirr dreckig und so. Also ich mache mir immer Geschirr dreckig, weil ich packe mir das immer auf den Teller und so weiter. Weil ich keine Lust habe zu kleckern. Und ja, deswegen meistens, wenn so eine Hälfte oder sowas von der Wassermelone übrig ist, dann schneide ich mir alles raus, das ganze Fruchtfleisch. So, das müssen wir auf den Anhänger verladen, nicht manuell, weil das dauert nur
Oder kostet nur Zeit. So. Genau. Stockfleisch einfach rausschneiden. Und dann natürlich einfach einen Mixer. Beziehungsweise in ein Gefäß mit Stabmixer. Und jetzt kommt der Kniff. Limettensaft. Ja, so ein krasser Kniff ist es nicht. Aber Limettensaft rein. Und dann hat man ein extrem leckeres, erfrischendes Getränk. Natürlich kann man da trotzdem auch nochmal kleines bisschen Salz. Ist sowieso eine ganz gute Regel oder ganz guter Tipp. Wenn man was Süßes macht, immer ein kleines bisschen Salz rein. Und wenn man was Salziges, Deftiges macht, immer ein kleines bisschen Zucker rein. So, ui. Oh, hier sind wir auch ein bisschen stecken geblieben, wa? Das. Da hat uns der Auflieger, glaube ich, ein bisschen krass runtergedrückt. Und hier ist ja auch, glaube ich, ein bisschen sehr viel Schlamm, ne? Kommen wir da vorne an den Baum? Nee, noch nicht. Ist das ein... Nein, schade. Ist leider kein Baum, der uns aushält. Aber vielleicht können wir es hier mit der Schlitsche ein bisschen lösen. Mit dem Schlitsche Auflieger. Das ein bisschen voranzutreiben. Ah. Vielleicht von hier hinten. Genau, und deswegen könnt ihr da auch einfach sehr gerne kleines bisschen Salz rein. Und dann natürlich auch, wenn ihr wollt, ein bisschen Zucker oder sowas. Würde ich aber nicht unbedingt zu viel machen, weil ich finde, wenn man zu viel Zucker in so Getränken macht, dann löschen die den Durst nicht mehr so gut. Finde ich jedenfalls. Und außerdem hat man dann immer so ein schlechtes Gewissen, dass man unnötig Kalorien reingemacht hat. Aber ich bin da sowieso... Ich bin sowieso eigentlich stellenweise ein Purist, wenn man so schön sagt. Also ich esse manche Sachen auch echt gerne einfach so. Genauso wie auch mal eine Buttermilch oder sowas. Oder mal einen Joghurt. Einfach nur Joghurt. Ohne irgendwas dabei oder sonst was. Natürlich auch gerne mal mit Früchten oder so. Natürlich auch gerne mal mit Honig oder sonst was. Oder man sieht es vielleicht ein bisschen, ich mache ab und zu mal ein bisschen Sport. Und da habe ich da auch natürlich eine ganze Zeit lang, wo ich richtig aktiv gepumpt habe. Oder viel, viel mehr als jetzt, weil jetzt ist es halt, weiß ich nicht. Im Moment komme ich irgendwie nicht dazu, beziehungsweise ich kann mich einfach nicht aufraffen. Aber das ist normal, das passiert. Das kommt und geht, solche Phasen. Aber da habe ich auf jeden Fall sehr viel Magerquark einfach so gefuttert. Und den habe ich wirklich einfach so gefuttert. Ohne irgendwas drin oder sonst was. Moment mal, sind wir hier richtig? Nein, sind wir nicht. Wir müssen gar nicht rüberfahren. Ich wollte doch gerade sagen. Moment mal, wir müssen doch gar nicht rüberfahren. Ja. Nun gut. So, dann können wir uns hier noch ein bisschen rausziehen. Oh, guck mal, ist schon wieder zu viel gelabert. Ah, naja. Aber so ist das. So. Easy. Der Azov, der schafft das. Aber wir haben ja gesehen, gerade eben, der Schlamm, der war schon ein bisschen heftiger. Nun gut. Aber so ist das nun mal. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier so gut lang können. Was? Ja, ich glaube, das sollte klappen. Aber wir müssen ja hier, glaube ich, rechts lang. Weil ansonsten hier ist alles versperrt jetzt. Ne? Oder komme ich hier durch den Wald? Nee, weil der Weg ist hier so dumm. Und dann müssen wir hier weiter. Das könnte vielleicht ein bisschen komplizierter werden. Aber mal gucken. Eigentlich sollte es der Azov schaffen. Der ist halt... Obwohl, wir hätten da auch... Ach, wir hätten da auch durch den Wald fahren können, glaube ich. Aber was wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen machen sollten, ist ein bisschen auf die Steglage aufpassen. Ja. Obwohl, das geht. Ich habe es gerade eben ein bisschen steger
vernommen. Aber macht nichts. So. Hier haben wir den Weg zwischen Pest und Cholera. Sehen beide nicht so schlimm aus. Eigentlich. Also, nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil das will ich nicht mit Pest und Cholera vergleichen hier. Das ist ja... Das hier war ja easy peasy. So. Hier ist natürlich... Jetzt bin ich natürlich voll in diese... in die Spur drin gefahren. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, komm. Wir mal bitte da irgendeinen Baum. Damit wir da ein bisschen rausziehen. So, und ich lasse die Winde noch dran, weil das hier ein bisschen schräg ist schon wieder. Genau. Und hier habe ich nämlich so ein bisschen Angst, dass wir kippen. So, zurück in die Spurrillen so ein bisschen. Uiuiui, ja, wenn wir nämlich auf dieser Stege drauf sind und dann mit der anderen Seite in die Spurrillen kommen. Okay. Müssen wir da oben lang? Weil ich habe so das Gefühl, dass wir hier nicht durchs Wasser kommen. Weil das hier zu matschig ist, vielleicht. Und ich habe Angst, dass wir hier stecken bleiben. Ja, das sieht nämlich sehr, sehr matschig aus hier. Vielleicht sollten wir doch da oben lang. Aber da über die Felsen ist auch ein bisschen schwer, ne? Ah, gar nicht mal so einfach hier der Weg. So wie es aussieht. So, ich versuche mal ein bisschen zu schieben. Uns den Weg ein bisschen zu erleichtern, beziehungsweise den Azov ein bisschen leichter zu machen. Bisschen Gewicht vom Auflieger nehmen. So, weil jetzt haben wir hier nämlich keine Bäume mehr. Oh, doch! Bäume im Wasser! Hilf mir! Oh, weiser, stehender Wasserbaum! So. Jawohl. Den nehme ich auch noch mit. Dankeschön, Uferbaum. Ach ja. Sehr gut. So, kommen wir da jetzt hinten schon dran? Wo ist die Maus da? Jawohl. Sehr schön. So, dann können wir uns nämlich auch schon wieder ein bisschen weiter nach links ziehen, weil wir da geradezu auf den Stein zugefahren sind. Also zum Glück. Yes, ein paar umgefallene Bäume hier im Wasser. Sehr gut. Und da links sehe ich den Holzrahmen, den wir looten wollen. So. Hier mal Lastengang Plus. Mal gucken, wie gut das hier klappt. Ja. Ist okay. Ach ja, so eine kleine, entspannte Fahrt durch den Wald. Das ist doch mal tipptopp hier. So, das Doofe ist nur, dass wir jetzt einmal rum müssen, dann wieder so ein bisschen zurückfahren und dann wieder nach vorne. Ja, naja, was soll's. So ist das halt. Ich gehe mal in Automatik, mal gucken. Ja, schalte mal einmal hoch, dann kann ich vielleicht in Haargang. Jawohl. Yes, guck mal. So. Sehr schön. Yes. Das ist doch mega. So, und hier fahren wir einfach durch den Wald, glaube ich. Das sollte, glaube ich, hier gut klappen. Ja. Jawohl. Ah, sehr schön.
Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Oh, da sind Blätter auf dem Boden. Ich glaube, das sind nämlich solche Blätter, wo wir nicht drüber fahren können. Also, da kriegen wir dann Schaden. So. Ich hatte gesehen, dass ich hier schon aus Versehen einmal Holzblätter, Holzplanken, genau, da in dem Verladebereich hatte. So. Okay. Holzplanken, genau, einmal auf den Anhänger. Und die hier laden wir mit dem Kran. Zum Glück haben wir noch einen hier. Achso, die müssen wir theoretisch da ganz nach hinten, ne? Oder geht das, wenn wir einfach nur auf die Plitsche draufpacken? Ich weiß es nicht. Yes, klappt. Sehr schön. Puh, voll mit Holz. Mein ganzer Stolz. Der Azov. Ist ein Klassov. Nein, keine Ahnung. Ui. Uohohoho. Okay. Ich wollte hier mal kurz einfach über den Berg fahren. Über den kleinen Hügel. Durch den Wald. Und da wäre mir der Azov fast durchgeknallt. Alter Falter. Das war auf jeden Fall knapp. Puh. Zum Glück habe ich das noch gesehen. Uiuiuiui. Und zum Glück konnte ich noch reagieren. Mist. Wir stecken da so. Sind da so ziemlich verkeilt. Ja, genau, da müssen wir so ein bisschen weiter geradeaus fahren. Jawohl. Okay, okay, okay. So, wir fahren in die Richtung. Denn wir müssen da in den Bereich. Obwohl. Nee, da hinten können wir nicht, weil dann stehen wir wieder in dem Baubereich mit dem Auflieger. Genau, deswegen machen wir das hier. So. Holzplanken abgeben. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Das gönne ich mir. Und jetzt brauchen wir was Größeres. Für kleine Rollen. Rode, nicht Rollen. Bis gleich. Yes, und da sind wir. Und wir müssen noch Betonblöcke und kleine Rote transportieren. Und ihr habt gedacht, ich nehme den Super Heavy mit, wa? Ich kenne euch doch. Yes. So. Warnleuchten aktivieren. Und ihr dafür auch was Schönes kommentieren oder so. Keine Ahnung. Aber ihr liegt da auch nicht ganz falsch. Denn da vorne steht er. Ihr kennt mich doch. Er ist groß. Er ist grün. Und immer noch wunderschön, vor allem ist es der Truck für den Super Heavy. Jawohl, der Pacific P16. So, wir versuchen. Ja, ich hatte es befürchtet. Es gibt ja, glaube ich, so einen kleinen Fehler mit dem Super Heavy, dass man manchmal nichts hinten dran packen kann. Mit einer Winde. Ja. Na gut, dann müssen wir vielleicht doch nochmal den Truck wechseln auf den guten Kenworth W990. Den habe ich mir nämlich noch zusätzlich mit auserkoren. Mit einem Anhänger. Oh mein Gott, Mario stimmt einen Anhänger. Was ist mit dem denn los? Ja, keine Ahnung. Irgendwie hatte ich Lust, auch mal wieder mit dem Anhänger zu fahren. So, und yes. Da machen wir jetzt den Pacific P16 dran. Mit dem Super Heavy. Denn wir müssen alles vorne zum Lagerhaus bringen. Und alles Mögliche drauf lagern. So, und ich gehe mal in schnell. So, ein Haargang. So, mit dem Schnellgetriebe. Aber. Mist.
das klappt nicht ganz so gut, wie ich das wollte. Dann gehen wir mal in Lastengang. Okay, okay. Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass der Pacific P16 nicht ganz mithalten kann mit dem Kenworth W990. Von der Geschwindigkeit her jedenfalls. Deswegen, ja, würde der ein bisschen zu viel ziehen müssen. Und dann drehen natürlich die Reifen einfach durch, weil im H-Gang hat man einfach so viel Drehzahl. Natürlich auch noch den Drehmoment-Boost. Das ist auch ganz cool. Aber auch sehr viel Drehzahl. So, ich hub hier mal alles kaputt. Und ich versuche mal hier innen zu fahren. Mal gucken, ob das so klappt, auch mit dem P16 und dem Super Heavy vor allem. Das ist ja noch das Ding. Also das ist auf jeden Fall schon wieder ein richtig krass langer Transport hier. Mann, Mann, Mann. Und ihr fragt euch, Majusch, viermal kurze Rode. Die gehen auf den Super Heavy. Aber wieso hast du dann noch einen Anhänger dabei? Wenn du doch nur noch zwei Betonblöcke machen musst. Dafür braucht man ja bekanntermaßen nur zweimal Zement. Das stimmt. Aber ich kann euch schon mal spoilen. Förderbereich 3 braucht noch eine Betonplatte. Warte mal. Eine oder zwei? Eine. Dann geht's doch auf. Genau. Deswegen nehmen wir schon mal viermal Zement mit. Denn das müssen wir ja zum Betonwerk bringen. Und ja. Da dann Zement abgeben. Und dann Betonblöcke. Zwei Stück. Und eine Betonplatte herstellen. Und dann können wir das auch alles einmal in einem Rutsch erledigen. Jawohl. So. Ich glaube, den Pacific lasse ich hier mal kurz stehen. Und versuche ich hier mal mit dem Kenworth erstmal alleine. Weil hier vorne ist sowieso nicht so viel Platz, um alles irgendwie zu wenden. So. Sobald wir im zweiten Gang gehen, können wir dann auch in den H-Gang schalten. So, wir müssen aber rechtzeitig wieder raus, damit wir hier nicht gegen diese Betonplatten hier gegenfahren oder sowas und mega Federungsdamage kriegen. So, sehr schön. Wo sind die denn? Da, Zement. Einmal, zweimal und auf den Anhänger. Einmal, zweimal. Sehr schön. So, Handbremse lösen. Und dann können wir hier einmal wenden. Jawohl. Mit dem... Das war so klar. Nein! Anhänger mit einer Drehachse. Mann, Mann, Mann. Katastrophe. Nun gut. So. Da müssen wir uns halt erstmal wieder aufstellen. Okay, okay, okay. So, den Anhänger wieder aufstellen. Das können wir so machen, glaube ich. Ne? Müssen wir doch fahren? Ja, okay. So. Jetzt steht da natürlich auch echt bescheiden. Ach ja, so schnell geht das. Da wollte man einmal kurz mal schnell zurücksetzen. Aber so passieren halt auch die meisten Unfälle einfach. Was ist das denn schon wieder? Geht doch. Nee, geht nicht. Okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, also
Anscheinend scheint der Kran beim Kenworth ein bisschen buggy zu sein. So, ich muss aber noch die Stützen ausfahren. Genau. Okay, der scheint irgendwie ein bisschen zu lang zu sein. Kann das sein? Das ist da dann ein bisschen zu eng. Oh, schaffe das überhaupt jetzt da drauf? Ja. Aber ich muss noch mal ein bisschen umsetzen. Für den zweiten. Oder für die zweite Palette mit Zement. So. Uiuiui. Bin auch schon wieder am... Na? Am Umgreifen mit dem Controller. So. Ja. Ich glaube, so sollte das gehen. Stahl wieder herstellen. Ach. So. Erstmal wieder die Funktion schließen. Mann, Mann, Mann. Komme ich auch manchmal mit durcheinander. Aber, ganz ehrlich, dieses kleine Funktionsmenü ist immer noch besser als bei Expeditions. Naja, was soll's. So, Anhänger ankoppeln und Fracht entladen, verladen und jetzt alles wieder tippitoppi. So. Sehr schön. Ich mag den Kenworth auch. Mittlerweile mag ich den ganz gerne. So, hier müssen wir auch schon wieder aufpassen. Ja, guck mal, Lastengang. Denn hier ist es wieder so ein bisschen schräg. Hatten wir ja schon mal das Problem, letzte Folge, dass wir hier Ladung verloren haben. So, komm, schalte mal in den zweiten Gang. Aber das wird natürlich nichts, wenn man hier bergauf fährt. So, weil der Kenworth W990 hat nur Hinterradantrieb. Wir haben keinen Allradantrieb. Die meisten wissen es schon, aber nicht alle. Und für die ist diese Info. Und es ist ein DLC-Truck. Also müsst ihr euch den kaufen, wenn ihr den benutzen wollt. Allerdings würde ich sagen, müsst ihr den nicht unbedingt kaufen. Er macht zwar Spaß, muss ich sagen, aber er ist jetzt nicht so ein richtig krasser Truck, den man unbedingt irgendwie 4-5 Euro ausgeben muss. Oder 3-4 Euro. Ich glaube, so sind meistens die DLCs. Jawohl. So, aber ihr seht, die neuen gebufften Reifen sind ziemlich krass. Und der ballert hier nämlich so krass durch. Ohne Allrad. Ah, jetzt natürlich ein bisschen mehr Matsch hier. Sind wir vielleicht nicht ganz so gut gefahren. Aber trotzdem, sobald wir einmal im zweiten Gang sind und in H-Gang schalten. Okay, und wenn nicht so extrem viel Matsch da ist, dann ballert der ganz gut durch. Deswegen, die Reifen sind halt echt nicht schlecht. Er hat halt eigene Reifen, die ganz am Anfang nicht ganz so gut waren. Und natürlich, um den Truck ein bisschen besser zu machen, weil er ja kein Allrad hat, haben sich die Entwickler dazu entschieden, die Reifen zu buffen in dem neuesten Update. Ich glaube, in dem Update war das jetzt, ne? Update 12. So, Season 12. So. Genau. So, dann machen wir erstmal hier erstmal die Fute. Und dann machen wir danach nochmal einen kleinen Ausflug mit dem P16. Aber ich will auf jeden Fall alles so ein bisschen in einer Folge halten. Jedes Förderband sozusagen. Uiuiui. Aber ein bisschen schaukeln tun wir.
Weiß doch gar nicht, ob ich... Bin ich mit dem Kenworth schon mal so mit einer Plitsche und sowas gefahren? Oder hatten wir immer einen Auflieger drauf? Weiß ich gar nicht. Kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Woran ich mich erinnern kann, ist aber... der Transport vom Boot in British Columbia. Den haben wir nämlich mit dem Kenworth W990 gemacht. Und sogar noch vor dem Buff. Also, da war es noch ein bisschen schwerer. Puh. So, wir liefern ab. Zement, 1, 2, 3, 4. Genau, wir stellen her einmal eine Betonplatte und zwei Betonblöcke. Genau, dann können wir nämlich laden, Betonblöcke und auf den Anhänger die Platte, jawohl. Weil dann haben wir jetzt schon alles zusammen für einmal die zweite Baustelle hier. Förderband Teil 2 und die Betonplatte ist dann für den Förderband oder für die Förderbandbaustelle Teil 3 oder für die dritte Baustelle, wie auch immer man das sagen will. Genau. Und ich bekomme langsam Frosch im Hals. Beziehungsweise meine Stimme lässt ein bisschen nach. Hab heute auch nicht genug getrunken eigentlich. Ist auch immer so eine Sache. Naja, naja. So. Dann wollen wir doch mal gucken, wie wir hier durchkommen. Ich will jetzt noch nicht unbedingt in den A-Gang schalten, weil das ist manchmal auch ein bisschen zu schnell. Das haben wir ja letztes Mal gesehen, als wir den Kenworth benutzt haben. Da hatten wir ja... Was waren das? Waren es da kleine Rohre, die wir transportiert hatten im Lachsberg? So, jetzt gehe ich mal in den Hagang, weil wir hier durch Matsch müssen. Und da brauchen wir... ein bisschen Speed und so weiter. Damit wir da ganz gut durchkommen. Genau, da hatten wir kleine Rote, glaube ich, transportiert. Oder waren es mittelgroße Rote? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir umgekippt sind, weil wir ein bisschen zu schnell waren in der Kurve. Also, das war dann schon wieder ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ja komm. Eigentlich müsste ich jetzt aus dem Haargang rausgehen wieder. Ja, muss ich auch. Schade. Aber ich wollte es versuchen, ob wir da vielleicht auch so durchkommen. Ohne nochmal zu schalten. So, jetzt ist aber noch die Frage, wie kommen wir hier am besten rüber? Können wir hier durchs Wasser? Das sieht hier ja so relativ schmal aus. Versuchen wir das? Vor allem, wir müssen das dann ja auch noch mal mit dem Super Heavy machen. Uiuiui. Ich glaube, da fahren wir dann auch den normalen Weg. So. Ja, hier muss ich leider relativ nah dran. Da sind ganz viele Felsen im Wasser. Aber ich glaube, wir sollten das so schaffen, oder? Weil hier sind natürlich noch schön ein paar Bäume. Yes. Na komm.
glaube, hier sind wir auch schon mal durchgefahren, aber ich weiß nicht mehr mit wem. So. Nehmen wir mal den Baum. Schieben mal hier den Stein da beiseite. Mit dem vorderen Rad. Jawohl. Eigentlich wäre das auch, glaube ich, mit dem P16 machbar. Allerdings stehen hier die Bäume so ungünstig und so nah beieinander, dass wir da mit dem Super Heavy, glaube ich, nicht durchkommen. So, ist das hier so ein Baum, wo man durchfahren kann? Ja, okay. Okay, okay, okay. So, das hier müsste auch einer sein. Ja. So. Okay, Vorsicht hier vor dem Loch. Vor dem Wasserloch. Das kann ein bisschen... Ja. Bisschen tricky sein. Nee, nach dahin will ich nicht. Dann vielleicht nach da. Okay, ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil wir vorne keinen Antrieb haben, ne? Deswegen müssen wir vorne ziehen. Ein bisschen zur Seite. Ja, genau. So. Sehr schön. Puh. Ah, wir sind schon drin. So, Betonblöcke. Einmal, zweimal. Puh. So. Fahre ich den Kenwolf noch eben aus dem Weg? Ich glaube, das muss ich. Weil sonst wird es hier, glaube ich, ziemlich knapp mit dem Super Heavy. Wird sowieso ein bisschen schwer. Ich muss mal gucken, wie wir das hier machen. Also, wie wir hier hinkommen, ist ja kein Problem, aber wie ich dann hier wieder wegkomme. Da graut es mir so ein bisschen vor, weil ich muss dann ja irgendwie wenden. So. Kenwolf, lass mich hier mal stehen. Der hat seinen Job getan. Erstmal. Aber den sehen wir dann ja nächstes Mal auch nochmal, denn die Betonplatte, die müssen wir noch wegbringen. So. Oh nein. Der Motor lief noch. Ah ja. 50 Liter haben wir verbraten. Ich glaube, das ist aber okay. Ich glaube, das sollten wir trotzdem schaffen. So, ich weiß gar nicht. Gibt es eigentlich für den Pacific P16 irgendwie so eine Art Schnellgetriebe? Dass man dann im H-Gang ballern kann? Wäre vielleicht auch mal interessant, ob der dann sich so ähnlich verhält wie der Kenworth W990. Das wäre natürlich lustig. So, ich gehe mal wieder in Automatik, mal gucken. Ja, sehr schön. So, Kabine hoch. Jawollo. Ach, ich mag den P16 einfach. Das ist so ein schöner, alter, kastenförmiger Truck. Tibbidi-Tobbidi. So. Wo sind sie? Da, kleine rote. 1, 2, 3 und 4. Diese Ladung gehört jetzt mir. So. Mal ein anderer Reim. Und Vorsicht vor dem Stein. So, jetzt aber genug. Denn das tut mir nicht gut. Doch, tut es. Ich mag Reime. Ich mag es auch zu reimen. Ich bin ein alter Hip-Hop-Hörer. Deswegen, von daher, mache ich das ganz gerne. Erinnert mich auch immer jedes Mal an Mist. An typisch Andy. Zeichentrickserie.
Das war jetzt ein bisschen doof. Schaffen wir das vielleicht vorwärts? Nein. Okay. Dann ziehen wir hier. Und fahren rückwärts. Jawohl. Sehr gut. Genau, erinnert mich immer an typisch Andy. Typisch Andy. Typisch Andy. Auch eine alte Nickelodeon-Serie. Natürlich nicht ganz so alt wie Rockos modernes Leben oder sonst was. Aber, oder Hey Arnold. Aber auch eigentlich gar nicht so schlecht, die Serie. Und da gab es eine Folge. Da hat er gewettet oder sowas, dass er die ganze Zeit nur in Reimen spricht. Und das war ganz cool. Hat mit seiner Schwester gewettet oder sowas. Und die hat ihn dazu gebracht, Orange oder Orange, ja, Orange zu sagen. Und dann musste er sich die ganze Zeit auch einen Reim auf Orange einfallen lassen. Was halt sehr schwer ist. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was er dann gesagt hat. Deswegen guckt euch die Folge irgendwo an, bei YouTube oder so. Ich will es nicht spoilen. Deswegen weiß ich es nicht. Deswegen sage ich es nicht. Nein, ich kann mich einfach nicht dran erinnern, was er da gesagt hat. Oder was er darauf gereimt hat. So, immer in Lastgang Plus. Denn ich glaube, hier könnten wir ein bisschen Drehmoment vertragen. So, nicht verzagen. Drehmoment verzagen. Naja, keine Ahnung. Es ist schon spät. Es ist die zweite Folge, die ich aufnehme. Und diese hier ist natürlich jetzt ein bisschen länger. Weil wir jetzt doch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Sachen hin und her fahren müssen. Muss mal gucken, wie die nächste sein wird. Gut, Betonplatte haben wir ja schon besorgt. Ich glaube, Ziegel brauchen wir dann noch. Brauchen wir dann nochmal Stahl? Oder sowas? Ich weiß es gerade nicht mehr. Habe ich nicht mehr im Kopf. Ich hatte es vorhin einmal kurz geguckt, aber wieder vergessen. Denn ich bin besessen davon, den P12, P16 zu fahren. P12 aber auch. Der macht auch Spaß. Mit dem haben wir ja auch die mittelgroßen Stämme gemacht. Die langen Stämme. Achso, hier können wir dann theoretisch ja auch Ziegel holen. Und irgendwo hatten wir noch welche hier. Muss ich nochmal gucken. Also, bald müssen wir uns ein paar Ziegel schnappen. Sehr gut. Mann, Mann, Mann. Und ich glaube, dann war's das mit Yukon. Fürs Erste. Weil die Holzaufträge, ich bin ganz hin und her gerissen. Weiß nicht. Ich mag, wie gesagt, ich mag die Challenge von den Holzaufträgen. Weil natürlich mit dem hohen Schwerpunkt und so weiter ist es halt schon schwerer. Und lange Stämme ist natürlich dann auch nochmal eine Herausforderung. Weil man dann natürlich halt so einen Anhänger dran hat. Und ich finde dann mit den Stämmen, wenn man die draufgeladen hat, ist man nicht mehr ganz so wendig. Also, es ist schon eine coole Challenge. Allerdings, ja, ich tank nochmal auf. Habe ich kurzfristig nochmal dazu entschlossen. Ach, Moment mal, wir können dann ja auch einfach, dann können wir das auch so machen. ja. Es ist eine coole Challenge, die Holzaufträge. Vor allem auf unebenem Gelände ist es halt manchmal sehr, sehr schwer zu fahren. Vor allem halt wegen dem hohen Schwerpunkt.
Allerdings finde ich das immer so nervig, dass es so viele sind, die man dahin bringen muss. Gut. Wenn das halt wirklich immer jeweils nur einmal lange Stämme wären oder so, oder mittelgroße, dann könnte man sich das halt überlegen. So, dann wäre es eigentlich ganz cool, aber da dann zweimal lange Stämme und sowas hinzubringen, beziehungsweise den einen Auftrag, den wir jetzt noch hier hätten, das wären ja 5 lange Stämme an 3 verschiedene Locations. Oh, ja. Ich würde gerne die 3 Locations abfahren, ja, mit jeweils einem Stamm, aber weiß ich nicht, dann an zwei von den Locations dann jeweils 2 Stämme hinzubringen. Das ist immer so ein bisschen doof, weiß ich nicht. Weil entweder man macht das halt mit der Pritsche und lädt die voll mit langen Stämmen, aber dann verliert ja theoretisch der Auftrag auch schon wieder so ein bisschen seine Schwierigkeit, beziehungsweise seinen Charme, weil man halt nicht mit den langen Stämmen fährt, sondern mit einem Pritschenauflieger. Und ja, die Stämme sind da zwar drin, aber ich glaube, die haben dann nicht so viel Gewicht und so weiter, ne? Also es ist auf jeden Fall nicht so schwer, mit dem dann da lang zu fahren. Deswegen verliert das ja theoretisch auch seinen Reiz. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich das nicht so gerne mache. Überladen ist halt auch so eine Sache. So, und ich glaube, wir schalten nochmal kurz auf nachmittags, damit wir wieder ein bisschen mehr Licht da haben. Aber natürlich versinken wir dann im Schlamm. Moment. Wir hängen irgendwo fest. Ja. Okay. Gucken, ob wir uns so befreit kriegen. Yes. Sehr schön. Das waren wieder die Stützen für den Auflieger. Kommen wir hier eigentlich? Nee, da kommen wir nicht durch. Da links. Aber wir können hier auf jeden Fall wieder eine Winde an den Auflieger machen. Das ist das Schöne. Bin ich denn jetzt hier so komisch schräg? Na? So. Besser. Theoretisch können wir nicht eigentlich hier einfach nur geradeaus fahren? Weil da vorne der Baum, das ist glaube ich so einer, den man umfahren kann. Ja. Cool. Bei der letzten Super Heavy Lieferung, wahrscheinlich in Yukon, finde ich hier den Weg. Der die Lieferung mit dem Super Heavy um einiges einfacher macht. Weil sonst der Weg, den wir da sonst immer genommen haben, das ist ja so ein kleiner Hügel. Und da sind wir immer hängen geblieben mit den Stützen. Ah ja, was soll's. So. Dann habe ich euch wenigstens was Schönes gezeigt. Ja, diesen Weg. Also, wenn ihr dann mal irgendwie in Yukon seid. Natürlich bei SnowRunner. Dann dürft ihr diesen Weg nutzen, solange ihr ihn den Majuschweg nennt. Yes. Und hier vorne ist die Brücke. Und danach müssen wir relativ scharf nach links. Deswegen mal gucken, wie
das hier dann klappt. So, dann wollen wir relativ weit rechts ausholen. Und hier nach links rein. So, die Schilder braucht niemand. Wir wissen, wo es hier lang geht. So, aber guck mal. Das mag ich auch an dem P16. Dass man da mit dem Sattel so viel Platz hat. So, ja, jetzt natürlich der Baum hier vorne. Dieser kleine hier. Kleine Birke oder sonst was. Die hält uns hier ein bisschen auf. Na gut, na gut. Aber... ja. Ich gehe mal einen Lastengang. Kriegen wir das vielleicht sogar ohne Winde hin? Nee. Aber wozu auch? Dafür haben wir sie doch. Damit sie uns ein bisschen hilft. Ein bisschen unterstützen. Und, na gut. Ganz ehrlich, manchmal hat sie uns auch wirklich den Hintern gerettet. Oder eigentlich sehr, sehr oft sogar schon. Aber dafür ist sie da. Und dafür mögen wir sie auch. So. Nein. Bitte nicht irgendwie komisch rumglitschen hier. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv drauf. Oder Nerv zu. Machen wir mal so. Einfach nur geradeaus fahren. Mehr will ich nicht. Einfach nur zur Baustelle. Und bitte nicht irgendwie komisch rumspringen oder keine Ahnung was machen. Ladung verlieren. Kippen. Alles verboten jetzt. Das ist jetzt alles verboten. Die Folge ist auch so schon, glaube ich, ein bisschen länger. Gefühlt auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist. Können wir hochschalten vielleicht? Vielleicht mal im Haargang probieren? Nee, leider nicht. Lastengang plus. Nee. Schade. Aber... mich erstmal so ein bisschen weiter geradeaus. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann haben wir hier vielleicht auch wieder genug Grip. Abseits der Straße. Ja. Oder, naja, des Weges. Straße kann man das ja wohl nicht nennen. So, ein Blick nach hinten. Das sieht alles okay aus. So, da ist der gute Kenworth. Das heißt, wir sind fast schon da. Wir sind ja nicht weit weggefahren mit Kenworth. Also, sehr schön. Dann haben wir bald schon Förderbereich, Förderbandbereich 2 erledigt. Sehr schön. Und hier sieht das eigentlich auch gar nicht mehr so krass aus. Von dem Untergrund. Oh, okay, hier nochmal durch den Schlamm. Müssen wir leider. Aber wir haben hier auch genug Bäume zur Not. Sehr schön. Aber das sieht auch gut aus. Jawollo! Und 1, 2, 3, 4. Jawohl, Goldabbau begonnen. Förderbandbereich 2. Bereich 2 ist fertig. Was ist mit den zwei übrigen Bereichen? Wieso denn? Einer ist doch schon fertig. Fehlt doch nur noch einer. So, und hier sehen wir es.
Der Weg ist zu. Da kommen wir nicht mehr durch. Aber müssen wir auch nicht mehr. Denn wir haben eigentlich nur noch einen Auftrag hier in Nikon. Förderbandbereich 3. Yes, das machen wir nächstes Mal. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Kommentar und ein Abo. Und dann geht's nächstes Mal weiter in Nikon. Vielleicht schon die letzte Folge. Also vorerst auf jeden Fall. Bis ich dann vielleicht irgendwann mal Lust habe, die Holzaufträge zu machen. Na gut. Gut. Bis zum nächsten Mal.